Jolo, mein Name ist Laminator, ich begrüße euch recht herzlich zu diesem Video. Ihr seht, ich habe immer auch mein gleiches Auto. Wir gucken mal ins Spezial-Event rein. 17 Minuten haben wir dafür noch Zeit. Gehen jetzt mal durch. Das Rocket League Wimpy, ihr seht das hier so, sieht so aus. Nicht geil, so mega special. Wir müssen gucken, wir können uns glaube ich nicht alles kaufen. Deshalb fangen wir erstmal den spannenden vielleicht an. Mit den goldenen Eiern. Wir lösen die jetzt ein und öffnen die gleich auch. Mal gucken, was wir kriegen. Paket öffnen. Oh, oh, oh. Hey. Breaker Chew. Okay. Sieht auf jeden Fall interessant aus. Kann sich auf jeden Fall gönnen. Kann man machen. Finde ich, ich war das auf dem Breakout total selten. Deshalb, ja. Aber Sticker ist eigentlich ziemlich nice. So. Wir könnten uns jetzt vielleicht auch einlösen. Hier die goldenen Eier. Erstmal alle kaufen. Einlösen. Zack. 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 Und noch eins. So, und jetzt können wir auf jetzt öffnen gehen. Dann können wir nämlich viermal öffnen. Paket öffnen, mal gucken, was das zweite Goldene Ei uns bringt. Oh, wieder nur gelbes. Oha, beim Breakout-Punktmatrix sieht auf jeden Fall. Also, selbst wenn ich den Breakout seltener spiele, Punktmatrix ist schon mal deutlich fresher als. Also finde ich persönlich als das, was wir davor gerade hatten. So, nächstes Paket. Geschenk. Ei, was auch immer. Mal schauen. Wieder was Gelbes. Wieder Breakout. Fell. Chion. Falk, Falkion, Falkion. Ein Falke. Ja. Sieht in Ordnung aus, ist aber halt nur ein einfaches Design im Gegensatz zu dem davor. Ich weiß nicht, ob wir jetzt hier nur Breakouts bekommen. Wäre auf jeden Fall ein bisschen interessant und mau. Würde ich nicht so feiern, um ehrlich zu sein. Da kriegen wir ein Dominus. Was sage ich? Ein Dominus Arcana Taktiker. Ja, es ist auch in Ordnung, aber ist hau ich trotzdem immer noch nicht so. Das ist gemein. Paket öffnen. Ja, habe ich überhaupt noch eins? Ja, wir haben nur ein einziges. Mal gucken. Oh, rot, 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 rot. X-Dival MK2, eine Importkarosserie. Kinders, ich würde sagen, wir spielen damit gleich mal. Guckt euch die mal an. Hier hinten schön vier Auspuffrohre und ich vermute, wie so eine Turbine noch dahinter. Da die Lüfter sozusagen. Kein Spoiler. Aha, oder was sind das? Doch, das sind die Auspuffrohre, sieht man, wie sie lang gehen. Ja, der sieht doch sexy aus. Der sieht doch sexy aus. Wir gehen mal weiter. Lopoli TI. Hatte ich ja gesagt, haben wir ja schon einmal. Das heißt, kaufen wir jetzt mal die Psyonix 2 Räder hier. Den Sonnenaufgang, weil er fresh ist. Muffin? Muffin brauchen wir definitiv. Kinders, wenn nicht wir und der Muffin, wer sonst? Also. Ach ja, das ist eine Erinnerung an die Schulzeit schon wieder fast. So, die Vaporix Remix, okay. Den. Ja, Raketenschuhe. Sieht nice aus. Sieht nice aus. Muss man sich auf jeden Fall. Darf man sich. Luftrüssel. Okay, der wurde von den ganzen Pros tatsächlich jetzt in einem Turnier, glaube ich, auch schon gespielt. Sehr fresh. Titel Langzeitfan ist wichtig. Ich bin ein Langzeitfan. Müssen wir uns gönnen. Glasierten Kuchen. Ja, jetzt beginnt, glaube ich, schon die Überlegung. Glasierter Kuchen. Rocket League Wimpel. Hier gibt es den glasierten Kuchen nochmal. Wo ist er uns sehr wichtiger? Uns ist der glasierte Kuchen. Wir nehmen mal Banner und Dings schon mal rein. Damit beschränken wir unsere Auswahl dann eindeutig. Gucken auch noch mal kurz mit dem Low Poly TI, ob wir hier irgendwelche. Ich bin nämlich der Meinung, dass wir schon mal so einen Reifen bekommen haben. In der, nicht in der Season, aber doch im Season Pass. Low. Da sieht er mal. Tierra. Okay, so sehen die Reifen halt aus. Low Poly. Und jetzt müssen wir gucken, was der Unterschied mit dem TI ist. Nicht im Pass, im Spezialevent. Der Unterschied ist. Dass sie noch ein bisschen anders gefärbt sind. Ha! Ha! Puh. Kann auch den Nachtmodus drin und sehe keinen so krassen Unterschied. Und puh, puh, Kinders. Lohnt sich, glaube ich, nicht 150 dafür rauszuballern. Oder? Also, das Rocket League Wippel nehmen wir auf jeden Fall noch mit. So, und jetzt haben wir halt. Jetzt sind wir am Struggle. Jetzt müssen wir uns entscheiden und. Doch, wir können das Low Poly TI die Reifen nehmen. Den Fathead Hut halt, uns fehlt, ihr merkt hier, 26.
Münzen, 26 Ballons fehlen uns also tatsächlich, um hier alle Items abzugraben. Lopolity. Wie gesagt, ich habe so eine ähnliche Reifen, das muss reichen. Wir gönnen uns hier das Pizzastück. Oder wir können mal kurz gucken. Ich war Pizza gibt es glaube ich auch schon mal. Also irgendwie so richtig krass sind die Items gefühlt nicht, aber vielleicht ist es sozusagen für einige zum Nachholen. Guck mal, Pizza Pixel habe ich doch schon. Pizza Pixel. Wieso brauchen wir hier Belohnung einlösen? Ein Pixel Pixel 2P. Wir gönnen uns doch die Reifen. Und den Anglerhut. Fat Hat Life. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung, wer Fat Hat Life ist. Übrigens, ich habe ein Spiel gespielt am Ende. Da wären wahrscheinlich mal 26 Ballons gewesen. Das sind die Overtime gegangen. Und dann haben wir das Spiel nicht mehr beendet. War ziemlich kacke und der Rocket League Server haben das auch nicht mehr erzählt. Dementsprechend stehen wir jetzt hier bei den Items. Wir wollten jetzt mal das neue Auto austesten. Auto anpassen, am neuesten. Gehen wir ins. Tja, den Devil MK2 Libero. So sieht mein Auto jetzt aus. Ja, kann sich auf jeden Fall gönnen. Wir dann jetzt auch eine Runde Casual hinterher. Nicht. Oh, guck mal, ich bin hier gedroppt. Peinlich, peinlich. Wir dann jetzt mal eine Runde Casual mit dem Auto. Gucken, wie es läuft. Würde ich sagen. Und, ja. Weiß nicht, die Antenne passt gerade zu dem Auto, denn na, passt zu den Reifen halt dazu, vernünftig, aber zu dem Auto, zu dem Design, sich nicht die Flügel, naja. Wir können mal die Antenne vielleicht komplett wegmachen. Weiß nicht, ob das wirkt irgendwie. Das hat, glaube ich, mehr Style, oder? Das wirkt besser. Es wirkt besser tatsächlich ohne die Antenne. Lieb 8931. Joint nicht. Ich glaube, ich habe jetzt seit 2 oder 3 Tagen nicht mehr gespielt. Vielleicht. Bin ich, es gibt einige schöne Whiffs bei. Könnt ihr euch gönnen, könnt ihr euch geben. Ist bloß, dass sie ohne hier nochmal so einen kleinen Abschluss findet, ne? Dass wir ein bisschen noch was haben. So ein bisschen Gameplay, der ist nicht drin. Und den whiff ich gleich. Siehst du, da hab ich's gecallt. Es wäre natürlich interessant, was der für eine Hitbox hat oder wie der sich so Oara fährt. Wenn ich jetzt natürlich total. Mit einer total anderen Hitbox hier spiele, ist natürlich auch noch was ganz anderes, aber der wirkt. Das heißt, so als hätte er die gleiche Hitbox wie der Ronin GTX, den ich jetzt hier sonst immer spiele. So. Schön. Probiert abzulegen, ja. Wie flippt er sich? Flippt sich irgendwie anders, ja. Geht. So, kommt nur ein Touch, schade. Ah, weiter. Mate, den hab ich nicht, wenn du den so droppst. Keine Ahnung, was er sich denkt. Ja, oder war das der Bot? War das der Bot, der den abgedreht ist? Wahrscheinlich, oder? Nee, das war nicht der Bot, das war der Spieler. Ist eigentlich klar, dass er darauf fährt, ne? Würde ich sagen, oder? Was sagt ihr? Schreibt's mir in die Kommentare. Wie heißt denn der Spieler? Unser Gegner hier. Schön, schöner Bump von mir gerade. Richtig assi. Der Petros Profilbild. Hätte er gehen müssen oder hätte er nicht gehen? Was macht er unser Mate? Nee, macht er nicht. Ich mach den aber auch nicht, weil ich schlecht bin. Okay, den Bump nicht mitgenommen. Der Petrus spielte was ganz schön komisches zusammen. Da soll mal wieder zurück in den Himmel gehen, der Petrus. Da gehört er nämlich hin und da macht er vielleicht nicht ganz so viel Quark, würde ich sagen. Achso, ihr hört im Hintergrund übrigens Musik von Vexento. Free to use Music auf YouTube. Ihr kennt's. Hört sich auch ganz angenehm an, finde ich. Kann sich gönnen. Davor habe ich ganz Semi Deluxe gehört. Kann sich auf jeden Fall auch gönnen, ne? Semi Deluxe, Dendemann. So ein bisschen Mide und Orchester auch. Alter Schwede, 03. Da, also, Spielfluss kommt ja irgendwie nicht so richtig zustande auch. Gefühlt. Weiß nicht, ob ich wieder falsch rotiere. Hatte ich jetzt gerade nicht so stark drauf, ich fahre mal links, weil der Bot halt fährt. Vermutlich. Na ja, okay, da hätte ich gar nicht hoch gewusst, hätte ich gar nicht hoch gesollt vor allem. Jetzt bin ich ja stuck bei dem Gegner am Tor. Und kriegt den Ball nicht mehr. Ah, macht der Bot den nicht. Schön.
Schön, das ist Zidu. Zidu, was sagst du zu dieser Vorlage? Ja, wunderschön gespielt, Terminator. Nee, die war eigentlich ein bisschen lang. Schlechte Abwehrarbeit war da am Start. So. Ich fahr weg. Zidu fährt mit hin. Ich kann den Ball runterdroppen. Okay, direkt in die Arme des Gegners. Auf die Schnauze. Na, Touchdown. Wunderschön, wunderschön. Nein! Ich muss noch gucken. Ach man. Ich fahre hier nur zum Spaß in Zidu. Ach, okay. Ja, ich weiß nicht, ob. Oh, Zidu lief natürlich auch gleich. Ob er mit einem richtigen dritten Mate rechnet, weiß ich auch nicht. Wir geben auf jeden Fall nicht auf. Wir geben euch, gönnen euch das komplette Game. Ich finde, das ist schon möglich, ne? Ich wollte gerade sagen, da joint gleich ein Zweiter, aber joint doch nicht. Der Bot fährt natürlich auch drauf. Da brauche ich ja gar nicht drüber Gedanken machen, aber unser Mate fährt nicht hin, oder? Centis. Dann blocken wir mal Centis. Kann mir Frau statt gar nichts bekommen, ja? Egal. Ach man. Den hab ich mir auch. Hä? Ach, hä? Ach, Centis ist gar auch. Centis ist auch ein Bot. Ich dachte gerade schon, das ist ein realer Spieler. Ach man. Aber das war VX Steggy. VX Steggy X. Na? Kriegt ihr einen Touch da? Ach man, ja, kriegt den Touch. Komm, Bots. Schade. Ja, ich glaube, ich spiele danach auch wieder vernünftig mit meinem Auto weiter. Ich wollte es einfach bloß anspielen, dass ihr seht, wie das Auto sich so fährt. Sieht auf jeden Fall ganz cool aus. Ist nicht so ein Standardauto, hat dann halt nicht jeder. Weil das ist diese auf Season 1, 2, 3 und 4, die Dinger sind sozusagen die Items. Es kann halt auch sein, dass ich weiß nicht, zu dem Zeitpunkt schon gespielt habe und deshalb die Sachen habe, aber ich weiß nicht genau, ob das wirklich so ist. Ob ich so früh schon gespielt habe, ich glaube eigentlich nicht. Das Auto habe ich tatsächlich auch noch nicht gesehen. Kann so, ja, komm, Sundown. Das ist mein Sonne unten. Checkt er das ja, okay. Zwei Spieler spielen und mit einem dritten Bot. Nein, das checkt er scheinbar nicht. Ah ja, 1-7 Brasilien. Kommt's noch im Chat? Kommt's nicht mehr im Chat. Die Leute sind keine Mains of Culture. Oder sie kennen es einfach nicht. Ist ja auch egal. Also, ich hätte Follow müssen eigentlich. Erst recht, wenn der Bot Kick aufmacht. Ich sollte vielleicht die Nacht muss auch ein bisschen schwächer machen. Ich sehe im Orangen teilweise gar nicht, wo die Gegner sich hinbewegen, wenn die sich auf orangem Grund bewegen. Ah, schade. Ich spiele mit zwei Bots, das ist schon. Der eigentlich gerade. Gut genommen und ich misse den. Ah, guter Block, wichtiger Block, den trifft er nicht. Nee. Als ob die für Demos gehen. Wenn wir, oder ist mein Bot für eine Demo gegangen, wenn der da hinten gerade gespawnt ist. Na? Ja, komm. Schwitzt doch nicht so rein. Ihr spielt gegen. Ist ein 1v3. Wir Tore haben die 5-2-1. Mal gucken. Ja, Freunde der Sonne, des Schattens, des Lichts, der Nacht, des Tages, des Wetters, das weiß, was weiß ich. Ich würde sagen, das ist auch kein richtiges Training für mich, weil ich, wenn du fährst halt dann zu irgendwelchen Bällen hin, die du normalerweise halt nicht hinfahren würdest. Einfach jetzt zum Beispiel auch schon wieder. Ah, schade.
Hat mega viel Spaß gemacht. Jo, damit bedanke ich mich recht herzlich fürs Zusehen. Wünsche euch, wie gesagt, noch eine angenehme Zeit. Ich habe jetzt semesterfreie Zeit und werde vielleicht wieder etwas mehr machen. Mal gucken. Wir sehen uns auf jeden Fall. Bis dann. Tschüss.